Ja, guten Abend, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem weiteren Lodestar-Stream. Auch wenn es heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer wird als sonst. Ja, ich habe heute mal hier oben angefangen. Schon mal ein bisschen hier von den Glowberries eingesammelt, weil wir sie ja haufenweise brauchen werden. Und Twitch weiß schon Bescheid, aber hier für YouTube, der heutige Stream ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Also maximal nur so ungefähr eine Stunde, anderthalb. Aus dem Grund, dass es mir den ganzen Tag nicht ganz so blendend geht. Deswegen bleibt der heutige Stream eher ein bisschen kürzer geraten. Nichtsdestotrotz, wir brauchen auf jeden Fall Aluminium. Das müssen wir heute besorgen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Planeten wir gerade sind. Weil ich hauptsächlich nur hier oben gefarmt habe. Die Berries kann ich eigentlich auch direkt ausgeben. Da, 10.000 brauchte ich, um hier die bessere Health-Regeneration zu haben. Damit ich mehr Leben regeneriere. So, wie viele Glowberries haben wir denn noch? 22.000. Ich mache jetzt so, dass eins von den Teilen stets Glowberries zu diesen Muffins macht. Dasselbe zu den anderen. Mir kam es auch vor, als hätte ich ein Kratzen die ganze Zeit gerade gehört. Weil davon brauche ich ja auch richtig viel. Deswegen lasse ich das auch nebenbei mal machen, aber nur bei einem. Weil das sich sehr, sehr schnell verbrät. Und ich brauche ja beides. So, das Maximale mitnehmen. Also die Mushrooms und diese Berries, die verbraten sich halt wirklich extrem schnell. Das ist kein Witz. Ich gucke auch schnell, ob ich die Pilze schnell verwerten kann. Bei Combat. 100.000 Pilze bräuchte ich, damit ich noch mal mehr Regeneration habe. Ich könnte mein Max-Leben erhöhen. Dafür brauche ich dieses komische Quiz-Ding, was ich jetzt hier auf dem Planeten finden kann. Ja, vom Prinzip her muss ich alles mal farmen. Waffen-Upgrades kann ich mir momentan keine holen. Ich könnte allerhöchstens die Rammen hier bei der Shotgun gaunern jetzt eben schnell. Weil Kupfer ist ja sehr schnell erfarmt. Meine Hauptaufgabe heute ist, mit dem Dashpack in die Welt zu erkunden. Oh, damit kommt man ja richtig weit. Ich müsste auf den ersten Planeten zum einen mal damit. So, ich gucke jetzt einfach mal hier raus, dann müsste ich ja eigentlich schon sehen, wo ich bin. Beim zweiten Planeten bin ich momentan. Dann fliege ich jetzt erst noch einmal zum ersten. Obwohl, ich glaube, ich könnte auch bei dem zweiten jetzt das eine Upgrade zu, ganz oben holen. Komm, versuchen wir das zuerst zu holen. Und da hinten ist das, wo ich auch drankommen will. Das Upgrade. Den Hai ignoriere ich jetzt mal. Ich kam da gerade auf den Stein drauf, ne? Muss hier, glaube ich, außenrum drauf, wenn ich da hin will. Dich würde ich gerne eigentlich weglasern. Pff.
Oh, da bin ich jetzt gerade weit geflogen. Ich finde es so toll, dass dieses Spiel nicht einfach nur ein Mining-Game ist, ne? Sondern dass du hier wirklich auch teilweise Parcours machen musst. Das finde ich so nice an dem Game. Ich finde es auch grafisch so richtig toll. Das muss ich einfach mal gesagt haben. Okay, das kann mich auch hochpushen, das Dashpack. Ich will hier hoch. Nein. Komm. Es muss doch möglich sein. Ich werde nur an dieses eine Upgrade und dafür muss ich ja einmal hier komplett außen rum. Wer jetzt richtig weit oben steht. Oder gab es noch einen anderen Weg? Ich habe jetzt auf jeden Fall hier hoch geschafft, ne? Ich könnte noch versuchen, hier ganz hoch zu klettern. Aber das scheint eher einem Desaster zu enden, wenn ich das mache. Also lassen wir das mal. Hier scheint man ja auch hochzukommen. Jetzt schon sagen, dieses Dashpack, das liebe ich. Da hinten wäre ein Skin zum Holen über das Teil hier. Das ist dieses grüne Zeug, das muss ich unbedingt mal mitnehmen. Weil ich es kann. Ohne dass es mich umbringt. Das leuchtet einfach nur grün. Okay. Da ist ein Skin, wo ich übers Dashpack drankomme und da ist halt ein Upgrade. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Saved of Barrel. Werde ich wieder Kupfer brauchen. Ein bisschen Zink. Ja. Hab ja schon gesagt, ich kann eigentlich alles Mineral, was ich finde, gebrauchen. So, wieder ein bisschen Zink. Ich glaube, das war dann aber auch das Einzige, was man hier in der Richtung holen kann. Ja, jetzt halt noch die beiden Skins, ne? Da ist auch ein bisschen vom Saphir. Saphir kann ich auch gebrauchen. Und tschüss. Ist hier das radioaktive Gebiet oder habe ich mir das nur eingebildet? Nee, hier ist das radioaktive Gebiet. Da ist ein Skin, den man sich von hier aus noch holen könnte. Wirklich lange überleben tut man hier halt nicht.
Da muss man sich bestimmt noch irgendwas freischalten. Nee, für ein Erzvorkommen bringe ich mir nie um. Ja komm, dann nehme ich noch die beiden Skins mit und dann verschwinde ich wieder aufs Raumschiff. Wie sprinten. Hab das Spiel durchgespielt. Jetzt komme ich schnell voran. Zumindest wenn es eine gerade Strecke ist. Oh, hier ist ein bisschen Zinn. Ja, man kommt hier easy hoch. Ich würde das dann so machen, ich aktiviere jetzt den Stein. Und dann versuche ich an den Skin direkt da vorne zu kommen. Obwohl ich eventuell sogar den Rückweg schaffen könnte, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Ich weiß ja wohin. Bessere Frage ist, ob ich da überhaupt dran komme. Komme ich von der Seite irgendwie ein bisschen höher? Am besten ohne aus der Map zu laufen. Oh, ich kann sogar zur Seite dashen. Schade, dass das nur in der Luft funktioniert. Oder in dem Fall im Wasser. Und da sehen Sie, meine Herren, out of map. Meine Damen und Herren, Entschuldigung. Wir dürfen die Frauen der Schöpfung natürlich nicht vergessen. Ja, das sollte easy möglich sein. Sag dich und versage. Kommt man drumherum? Ich muss halt wirklich von oben da dran springen. Aber den Rückweg kann man schaffen. So, jetzt irgendwie hier auf den Stein. Hat prima geklappt. Geht's von der Seite eventuell besser? Ich glaube schon. Und von den Stein auf den und von den dann auf den. Hat geklappt. Schildkrötenmonster ist übrigens wieder da, ne? Ich werde mich aber nicht in den Kampf mit dem Schildkrötenmonster begeben. Das reckt mich. Ich habe Rose freigeschaltet. Jetzt habe ich meine eigene Rose. Na gut, der Sprint in die andere Richtung ist ja richtig easy. Boah, kommt man mit dem Pack weit. Es ist einfach unglaublich, wie gut dieses Dashpack ist.
Kein Vergleich zu vorher. Kann man das Ding lasern? Nee. Ich muss noch mal klettern. In die Richtung sehe ich ja. Das Dashpack ist ultra nice. Und trotzdem ist das so knapp. Are you sure? Erstmal das hier mitnehmen, bevor ich öffne. Wieder einiges hat Zink mitgenommen. Dann wieder raus hier. Ja, ich gehe jetzt zu der Schildkröte, weil ich dann schneller nach oben komme. Ich lasse mich von der dann einfach umbringen. Dashpack ist zwar auch gut, um durchzukommen, aber mit der Schildkröte, das geht definitiv schneller. Aber wenn da oben Saphir ist, das will ich auf jeden Fall vorher noch mitnehmen. Da sehe ich schon ein bisschen Saphir. Davon brauche ich ja auch haufenweise. Ich lasse die Schildkröte jetzt einfach Schildkrötendinge tun. Und gönne mir einfach währenddessen hier eben kurz die Saphire. Nein, du darfst mich erst töten, nachdem ich die Saphire mir gegönnt habe. Danach ist mir egal. War's das schon? Nee, da ist noch einer. Da oben ist ja auch noch was, ne? So, das Upgrade und das Upgrade. Der Mining Laser kann noch ein Upgrade kriegen. Ach, wir müssen hier generell mal haufenweise Upgrades jetzt holen. So, ich brauche ja Aluminium. Ich mache ja auch nicht mehr so lange. So, hier waren die Fledermäuse richtig gemein. Vor allen Dingen, weil die so schlecht anzupeilen sind. Thank you.
Hier ist irre viel Aluminium. Ich glaube, das war das letzte von denen. Aluminium, die nehme ich mit. Ja, jetzt kann ich das wenigstens auch anständig abbauen. Vorher habe ich ja fast gar nichts rausbekommen. Baut ja weiter, ne? Auch unbedingt Aluminium. Da irgendwo noch ein Fitze Aluminium, der gar nicht da ist. Also das Spiel. Boah, im Ernst, Aluminium ist ja schon so schwer abzubauen, ne? Und das nächste ist ja Eisen, soweit ich das gesehen habe. Wie schwer wird das abzubauen sein? Also ich glaube, bis zum nächsten Stream mache ich das, das Abbauen bei mir leichter wird. Also, dass ich das einmal skille. Ich habe jetzt schon ein Gefühl, dass das Dashpack mir richtig viel nützen wird. Weiter in die Höhen. Ekelhaft. Oh, wie lange dieses Scheißding zum Schießen braucht. Sie leben da einfach hinter der Decke. Ich mag die Biester jetzt schon nicht. Wenigstens kriegt man viel an Aluminium, ne? Letztes Mal habe ich auch kaum diese gelben Punkte bekommen, wodurch sich das so lange gezogen hat, das abzubauen. Ach bloß, ich muss die ganze Höhle hochklettern. Ich sehe da auf jeden Fall ein Upgrade. Das könnte ich mit dem Dashpack holen. Ich will erstmal aber die Viecher da wegmachen. Fall um. Boah, wie viel hier einfach ist. Ey, ich hätte letztes Mal ein bisschen mehr hier abbauen sollen. Ich verspreche bis zum nächsten Stream auf jeden Fall offscreen ein bisschen Aluminium farmen und eventuell auch den ganzen Rest.
Hatte ich vom Weiten nicht eigentlich noch ein weiteres Vieh hier irgendwo rumflattern sehen? Okay. Aluminium, an das man doof drankommt. Den da erstmal runterschießen. So, und dann hier das erstmal per Sprung abbauen. Und natürlich per Dashpick. Ich habe gleich 200.000. Der Witz ist, es wird nicht genug sein. So, gut. Machen den Sprung. Erstmal den oberen abbauen. Von oben nach unten. Bei dem kann ich ruhig näher rangehen. Der dritte Planet, der ist auf jeden Fall anstrengend, was das Mining angeht. Das muss ich unbedingt aufbessern. So, jetzt wollte ich das Upgrade da unten holen. Muss ich runterfallen. Neues Aluminium hier kann ich ja ruhig mitnehmen. Ich komme nicht an das goldene etwas ran, ne? Der Wand, ich kann es nicht nutzen. So, hier muss ich runter. Boah, hat gerade so geklappt. Hier ist sogar dieses neue Erz, Alexandrit. Das ist instant abgebaut. So, meine Rifle kann auf jeden Fall geupgradet werden. Ich kann ruhig einmal eben kurz hoch. Dann lasse ich auch alle jetzt Aluminium verwerten da oben. Ich glaube, der Rest ist schon aufgebraucht. Ja, nur 7,49 Zinn. Ach, eben kurz sind ein Rest Zinn weg. Scheinen ja momentan eh nur Aluminium zu finden. Deswegen macht es auch groß Sinn, dass ich jetzt erstmal nur Aluminium verwerten lasse. So. Muss natürlich auch ein bisschen Aluminiumbahn jetzt erstmal hier ansammeln, damit die auch arbeiten können. Währenddessen hole ich mir das Upgrade.
brauche dafür Zinknägel. Okay. Mit Zink gibt es einen neuen Plan. Mach Nägel. Ne, 58.000. Daraus sollte ich doch genügend erstmal machen können. Boah, 10.000. Sollte eigentlich hinhauen. So, das Aluminium kann arbeiten. Sonst noch irgendwas geupgradet werden? Nee. Ich gucke auch eben kurz, ob hier was abgegradet werden kann. Ich könnte die 50.000 hier verwenden. Ich hole mir aber die 50%, weil ich die Nägel brauche. Ja, nur 10. Na gut, ich kann momentan jedes bisschen da unten gerade gebrauchen. Aber interessant, dass ich keinen Kupfer für das Upgrade brauchte, ne? Also man braucht Kupfer nicht immer. So, das nehme ich jetzt eben kurz nochmal mit. Und lass das jetzt arbeiten. Dann gehe ich nämlich wieder runter. Warning, drop pod launch commencing. So, jetzt kann ich ja wieder hier hochklettern. Gibt ja nur einen Weg. Zumindest jetzt gerade. Muss ich mich wenigstens nicht stark irgendwo an orientieren. Dieses Dashpack ist in jeglicher Hinsicht nützlich. Auch mal so von oben gucken, ob man eventuell so das ein oder andere Loch in der Wand übersieht. Okay, ich sehe den Weiterweg. Ich weiß aber nicht, ob ich da dran komme. Darüber müsste ich. Ah, hier. Ab hier bräuchte ich wahrscheinlich das Dashpack. Im Normalfall. Weil ich jetzt von hier nach da muss und dann so darüber. So, erstmal einen Punkt finden, wo mich das Ding nicht nervt. Ja, ich muss mit dem Dashpack hier arbeiten. Das klappt auch gerade so. Oh nein! Überfall hier. Oh, diese, das ist so ekelhaft. Da sind bestimmt noch mehr. Das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Erstmal das Aluminium. Am liebsten würde ich den Planeten jetzt einfach nur durchziehen, ne? Weil der ist richtig ekelhaft, der Planet. Das Aluminium ist ja sehr schnell abgebaut. Beziehungsweise sehr schnell beisammen. Mining Strength, die hat sich ein bisschen gelohnt. Man merkt den Unterschied. Was ist das da oben überhaupt, ein Upgrade? Okay, eingesammelt. Irgendwie da oben dran kommen. Das ist eine Dashback-Herausforderung. Definitiv. Aber erstmal gucken.
Mal gucken, wie ich da dran komme. Als ob ich über diese Säulen muss. Das ist ja auch schon wieder gemein. Muss ich ja mega perfekt springen. Nein, zu weit. Oh, ich mag den Planeten nicht. Ja! Oh! Das ist ein Shotgun abgefällt. Ey, das war so anstrengend. Ey, ich hoffe, dass dieses Upgrade sich wenigstens gelohnt hat. Das ist jetzt ein richtig krasses Upgrade für die Shotgun ist. Weil da dran zu kommen, das war wirklich räudig. Das war einfach nur räudig. Da auch noch versuchen drauf zu kommen. Na gut, da ist es wenigstens nur eine Säule. Da komme ich wenigstens auch schnell wieder hin. Ich frage mich, ob ich irgendwann damit mal über Bande arbeiten muss. Halt, dass der einmal abprallen muss, damit ich irgendwo hinkomme. $130,000 hat sich auf jeden Fall ja schon verballert, weil ich hatte $250,000 und habe jetzt nur noch 120. Also da, die Maschinchen oben, die arbeiten gerade richtig. Bisschen doof, dass es hier nur Aluminium gibt. Wenn ich wenigstens so ein bisschen Zinn noch nebenbei farmen könnte. Ah, okay. Dann kann ich hier so einen Zwischenpunkt freischalten. Wahrscheinlich muss ich darüber es schaffen. Oh, nicht geschafft. Okay, ich gehe wieder hoch. Und dafür brauche ich Silber. Ich kann nicht mal gucken, wofür das gut ist. 2000 Silber brauche ich dafür. Wenn ich mal wüsste, wie man gut an Silber kommt. Dafür gibt es bestimmt irgendwo schon einen Guide. Na gut. Dann speichere ich an der Stelle. Ja, meine Leute, nee und herzlich willkommen zurück zu Lodestar. Es gab jetzt ein paar Wochen Ausfall bei Lodestar, aber das hat sich auch ein bisschen gelohnt. Ich habe jetzt ein bisschen Silber gefarmt, zumindest so gut ich es konnte. Ich habe mir eine ordentliche Farm für Pflanzen und Pilze so gemacht. Und ein bisschen Aluminium nochmal gefarmt. So, mit den Pilzen kann ich auch direkt zeigen, nicht dir, sondern hier. Hier. Das kann ich mir jetzt leisten. Bessere Health-Regeneration. Und Silber, wir hatten hier irgendein Upgrade, das ich mir noch holen musste. Soweit ich das noch im Kopf habe. Ja, genau hier. Den Bullet Doubler. Bei der Shotgun. Jetzt ist die komplett aufgelevelt. Ich habe mir auch ein paar Silber-Upgrades fürs Schiff gekauft. Und auch generell alle Kupfer-Upgrades, weil ich schaufenweise Kupfer bekam. Für jedes Schiff hier geholt. Nur da mein Hauptschiff ist leicht rauszuerkennen. Kann ich ja auch mal eben kurz zeigen. Guckt, da habe ich jetzt zum Beispiel hier den Silberradiator, feineres Ore Refining und einen besseren Driller.
Ansonsten habe ich mir von dem Silberzeug noch nichts geholt. Das ist übrigens so eine Glückssache, das zu kriegen. Da habe ich ja beim letzten Mal so gefragt. Und im Weiteren, es gab ein Update, das jetzt auf Planet 1 und 2 generell so ein bisschen anders aussehen soll. Ich bin auch jetzt gerade zu Planet 1 gereist. Der Boss soll jetzt anders aussehen oder zumindest anders aufgebaut sein. Und seine Hitbox ist auch anders. Ich will es mir nur eben kurz angucken. Ja, es ist so ein kleines bisschen klarer hier. Das kann ich jetzt schon sagen. So, dann zeige ich mal, wie du jetzt aussiehst. Ah, guck mal, der ist jetzt so ein bisschen grüner. Die Map ist ein bisschen anders. Und du siehst auch, wie viele Kugeln der noch hat. Geilomatico. Kann man sich hier viel besser bewegen. So, wir wollen natürlich alles mitnehmen. Es gibt jetzt übrigens auch einen Zoom-Mode. Alter, sieht der jetzt krass aus. Damit kann ich die Dinger richtig snipen. Damit sich das auch mehr wie ein Sniper fühlt. Dafür haben die das gemacht. Ah, wunderschön, wenn man die einfach wegsnippen kann. Okay, 253.000 haben wir hier schon gesammelt. Das ist aber schneller weg, als ihr gucken könnt. Ich freue mich ehrlich gesagt wirklich schon auf die neuen Planeten. Ich hoffe, ich kann das von hier oben aus abbauen. Nein, ich muss nochmal runter. Obwohl, wartet. Ich mach das anders. So, dann komme ich wenigstens wieder hier hoch. Ohne den ganzen Weg hier nochmal rennen zu müssen. Dieser Parcours da hinten, der war auch letztes Mal so zum Kotzen. Also der hat mich ja fast zum Rand der Verzweiflung gebracht. Ich bin dankbar für diese Abkürzung. Muss ich wenigstens hier nicht nochmal rumklettern. Das ist auch dafür, falls man hier jetzt runterfällt gleich. Ihr versteht sofort, wovon ich rede. Weil dieser Sprung, den ich jetzt gleich machen muss, der ist knapper als knapp. Ich muss nämlich von hier aus darüber. Und seht ihr, das klappt gerade so. Ja, ich weiß, hier beim Abfarmen zuzugucken, das ist spannender als alles andere, ne? Von hier aus muss ich auf jeden Fall nach oben. Ich muss von unten aus beobachten, ob da irgendwo hinter einem eine Höhle versteckt ist. Weil von oben sehe ich das nicht mehr. Nicht runterfallen. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu klettern. Muss ich denn hin? Bin den ganzen Weg gerade übrigens runtergefallen. Wo zum Geier muss ich von dort aus hin? Die Jump-Mans werden aber auch immer gemeiner. Erstmal den Stein tiebigen. Man kennt es. Ohne das Teabaggen des Steines kommen wir einfach bei diesem Spiel nicht aus. Ich habe mich schon wieder unten gesehen. Ja, ungefähr so. Ich mag diesen Planeten nicht, ne?
weil man so schnell runterfällt und dann muss den ganzen Weg nochmal rennen. Bei den anderen war es wenigstens, ja, komm, renn mal durch. Hier ist es, fall runter und du darfst alles nochmal machen. Hasse das. Ich mache heute wahrscheinlich auch nur diesen Planeten. Der allein wird mich ja schon alle Nerven kosten. So, hier war eine Abkürzung nach oben. Ach, da wäre der nächste gewesen. Ich habe sie gesehen. Die snippe ich jetzt mal eben. Gut, dass sie an Ort und Stelle verharrt, sobald man mich einmal anvisiert hat. So, sollte so zählen. Ich hasse so knappe Sprünge. Das Aluminium da vorne will ich noch nicht abbauen. Das will ich als Zwischenweg benutzen. Okay, gut, dass ich da hingeslippt habe. Da sind 4 statt 2. Ich habe die nur aus dem Augenwinkel gesehen. Ich hoffe, ich brauche die nicht als Plattform. Nee, ich kann mich auch dahin ziehen. Da ist ein Skin, der ist uninteressant. Hier ist ein Lock. Wir haben jetzt erst ein 01 gefunden. Es gibt immer so bis 04. Gut, ich kann den Skin ja trotzdem mitnehmen, ne? Kostet mich ja nichts. Amazonia habe ich freigeschaltet. So, das Alexandrit und das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Und da muss ich gleich rein. Das Alexandrit ist mittlerweile instant abgebaut. Ich würde mich gerne darüber ziehen, da fühle ich mich sicherer. Da habe ich nicht so diese Angst runterzuknallen. Der Höhle schon misstraue, ne? Zu Recht. So, tschüss. Euch will keiner. Da ist bestimmt noch mehr an Viechern. Aber schön, dass wir endlich in eine andere Höhle kommen. Ich sag jetzt bloß, ich muss so 3-4 Höhlen hochklettern. Wird ja mega zum Kotzen. Die snippen wir weg. Die rennen immer dahin, wohin gesnippt wird. Okay, da unten ist ein Lock. Ich bin froh, wenn dieser Planet auch nur halb so groß ist, wie ich zu Anfang des Streams dachte. So, wenn ich euch frühzeitig loswerden kann, ist das ein Segen.
Er scheint ein anderer Stein zu sein. Ich kann den jedenfalls nicht sprengen. Oh, da sind ja noch mehr von denen. Hätte ich hier eigentlich eine Möglichkeit? Ja, ich habe eine Möglichkeit, hier auch wieder hochzukommen, zur Not. Ja, komm. Dann gönne ich erstmal. Die Turbofeuer finden die Gatling. Also für die Minigun. SMG. Entschuldigung. Ich spiele kaum Shooter. Deswegen kann ich das schwer beurteilen. Das Alexandrit nehmen wir einfach mal mit. Da hat noch ein Vieh überlebt. Sind sogar drei. So, weg mit euch. Alles eingesammelt. Halt. Die Logs lese ich immer dann vor, wenn ich alle aus einem Gebiet geholt habe. Bei Gebiet 2 fehlt mir, glaube ich, sogar noch ein Log. Oder? Nee, wir haben die alle aus Gebiet 2. Kann ich auch mal demnächst vorlesen. Jetzt muss ich aber erstmal Parcours schaffen. Ich brauche irgendwie eine bessere Bombe. Anscheinend komme ich sonst da nicht hin. Du bist doch 100% der Boss. So ein ekelhafter Sandwurm. Falsche Taste. Oh, ich hoffe, der tötet mich jetzt nicht. Ich muss dann den ganzen Weg nochmal rennen. So, schon mal auf Shotgun wechseln. Abbauen können wir nachdem er tot ist. Renew a popular discussion around the traits of a dragon. It's funny. 20th and 21st century Hammerhead Wyvern would fight over the defining characteristics of a fictional beast like this. Well, not so fictional. Ist ja auf jeden Fall den Weak Point. Den Skin lasse ich mal liegen. Bis er stehen bleibt. Das war ein Griff ins Klo. Ich glaube, ich habe es getroffen. Als ob ich die Laser muss. Na gut, dafür ist er eigentlich relativ easy. Am besten immer schön auf Abstand bleiben. Ja komm, den Bauch zuerst, glaube ich, ne? Ne, den Hals. Weil der so schwer zu treffen ist. Der ist so mies zu treffen. Ja, der Bauch ist zumindest schon mal... Der trifft halt auch so perfekt. Thank you.
Okay, einmal noch. Bauch haben wir schon mal. Habe ich getroffen? Nee. Boah, sowas Kleines, was sich auch noch durchgehend bewegt. Das ist doch so scheiße. Hab's wieder nicht getroffen. Jetzt hab ich's. Nein, als ob so ein Millimeter daneben. Jetzt habe ich getroffen. Er ist tot. Wir haben den Wyvern besiegt. Wir können jetzt zu Planet Nummer 4. Die Pflanze ist höchstwahrscheinlich hinter der Wand, die ich nicht aufbekomme. Wir gönnen uns auf jeden Fall erstmal das ganze Zeug hier. Den Skin hole ich mir als letztes. Ist hier sonst noch irgendwo was? Ne, nichts Erwähnenswertes mehr da. Okay. Und dann den Skin noch. Das war ein Box. Und damit haben wir diesen Planeten eigentlich schon abgeschlossen, ne? Ich muss noch einmal auf jeden Fall hier hochklettern, sobald ich irgendwie ein Upgrade für die Bombe offenbar habe. Kann auch sein, dass ich einfach genau treffen muss. Nee, das ist einfach eine Todeswand. Welcome back. Did you have a nice nap? Na gut, ist eine Abkürzung, ne? Und wir behalten das ganze Zeug, was wir da unten geholt haben, ja. Also da konnte ich noch nicht hin. Planet 3 haben wir so gesehen abgeschlossen. Ich brauche nur irgendwas gegen diese Lava. Ich könnte mir auch mal die neuen Skins jetzt angucken. Swamp Fox. Amazonia. Okay. Die Recycled Paints, die sind übrigens nicht so sehr wert. Ich bleibe bei meinem Blau. Da fehlen jetzt auch nur noch so zwei Paints auf dem Planeten. Und auf dem nächsten Planeten müssen wir Emeralds sammeln. Okay, Alpha 4. Guck mal, Alpha 3 haben wir relativ schnell abgeschlossen. Das war von allen Planeten der kürzeste, um Gottes Willen. Das wird die Hölle da unten, das sehe ich doch jetzt schon. Komm, mehr Aufzug. Also ich finde es auch toll, dass die Entwickler bei diesem Spiel wenigstens nicht so extrem faul sind, ne? Die arbeiten halt schon sehr stark an ihrem Spiel. So, natürlich braucht man dafür Silber, Kupfer wäre kein Problem. Ah, das hier brauche ich im Biomenschild. Dann kann ich zum einen in diese radioaktive Zone und wahrscheinlich juckt mich dann auch diese Lavawand nicht. Dann kann ich dahinter gehen.
So, wir kriegen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Upgrades da unten. Das Aluminium, das muss so oder so erstmal verarbeiten. Stellen wir alle auf Aluminium. Vom Rest habe ich nichts. Und ich stelle einen vorsichtshalber schon mal auf Iron. Weil wir werden höchstwahrscheinlich Iron gleich finden. Also Eisen. So, mal gucken. Eventuell habe ich ja Glück und kriege das Silber sofort. Das ist wirklich so reine Glückssache, ob man jetzt hier Silber bekommt oder nicht. Kupfer kann mich ein Dreck interessieren. Das kriege ich jedes Mal. Also in so einer 90% Chance, dass man Kupfer kriegt und dann der Rest ist Silber. Aber die Chance, dass man Silber kriegt, ist weiter draußen auf jeden Fall höher. Einfach mal gucken. Eventuell haben wir ja Glück und finden sofort Silber. Jetzt kommt der erste, ist direkt Silber. Direkt Silber gefunden. Mann. Jetzt kommt's, hier ist nur Silber. Gold. Dann kriege ich einen Kollaps. Weil ich so hardcore Silber letztens gefarmt habe, beziehungsweise versucht habe es zu farmen. Aber wir nehmen jetzt erst den rechten. Und wieder Silber. Mann! Warum konnte ich nicht bei meinen Sammeltouren so viel Glück mal haben? Wenn ich jetzt auch noch Gold finde, dann ist das ja einfach die Gegend. Echt so viel Silber. Ich habe 7000 gerade. Das ist ein Träumchen. Jetzt fehlt mir das Kupfer zum allerersten Mal. Statt dem Silber. Ich habe einfach instant Silber gefunden. Wie viel Lack muss man haben? In der Richtung. Und ich nehme mal die Meteoriten auf dem Weg mit. Ich kann mittlerweile sehr lang draußen bleiben. Boah. Irgendwie schon bei den 30 Grad, die wir zurzeit in Deutschland haben. Dann geht man auf diesen Planeten. Ich glaube, da sitzen ein paar tausend Grad mehr. Ich würde auf jeden Fall dort sterben. Hier ist 100 pro Kupfer drin. Bei ab so vier Dingern kann es nie und immer Silber sein. Als ob das hier die Silbergegend ist. Hier ist so viel Silber. Ich kann mir die Silber-Upgrades für das Ding hier leisten. Kann es sein, dass es in diesem Gebiet kein Kupfer mehr gibt? Und ich deswegen jetzt einfach nur aus Silber finde? Wenn ja, muss ich ein Gebiet einmal kurz zurück, einmal kurz Kupfer einsammeln und wieder zurück. Ansonsten habe ich einfach gerade das Mega-Lack des Jahrhunderts. So, den da nehme ich noch mit und dann gehe ich zurück. 19.000 Silber. Ey, wie viel Lack muss man haben? Wenn es jetzt auch Silber ist, dann bestätigt das meine Theorie. Ey, hier gibt es nur Silber. Hier gibt es kein Kupfer mehr. Ich muss einfach nicht zurück, damit ich mir das Kupfer holen kann für mein Upgrade.
Und dann kann ich ja hier bis zum nächsten Stream auf jeden Fall mal so viel Silber farmen, dass ich das Ding bis aufs Maximum mal upgrade. Weil Silber scheint es hier ja nicht zu fehlen. So, dann mal zurück zum Schiff. Bin im Übrigen auf der falschen Seite. Oh, 24.000 Silber, ich bin happy. I understood you were a pilot before this. They must not have checked your references. Ich kann mir hier eben kurz ein Upgrade gönnen. Nämlich die Silbertrusters. So, ich gehe auch nur mal sicher. Ich will es nicht riskieren. Ich gehe jetzt einen Planeten kurz zurück, damit ich die Waffe upgraden kann. Ich brauche nämlich einmal kurz ein Stück Kupfer. Mola Patel Drive engaged. Ich sollte mir, glaube ich, generell einfach so einen Vorrat von 60.000 Kupfer mal beiseite legen, dann kann es mir an Kupfer nicht fehlen. Würde ich dann auch so bis zum nächsten Stream machen. Dann brauche ich nur noch Silber farmen. So, das sollte jetzt richtig schnell gehen. So, einfach irgendein. Direkt hier vor der Nase. Da ist ja mein Kupfer. So, ich nehme direkt mehr mit, dann habe ich auf jeden Fall was beiseite. Kupfer brauche ich mittlerweile nur noch für die Waffen. Ich habe meinen Kupfer, 28.000. Dann können wir uns jetzt das Upgrade gönnen. Und bis zum nächsten Stream farm ich dann wirklich mal extrem Silber. Und booste dann auch die Schiffe. Naja, eigentlich brauche ich nur mein Hauptschiff upgraden. So. Dich wollten wir upgraden. War, glaube ich, ein Damage-Upgrade. Kann ich auch gleich nochmal gucken. Die Waffe lädt halt auf jeden Fall beschießen nach. Das hätte ich eigentlich lieber. Dass die Waffe mal anständig nachlädt. Mola Patel Drive engaged. So, dann mal auf zum Höllenplaneten. Sagte ich jetzt. Am liebsten würde ich mir wirklich noch ein bisschen Silber eben kurz noch gönnen. Guck mal, was ich hier an Upgrades noch reinhauen kann. Das. Ja, nur noch 4 Upgrades. Und dafür bräuchte ich 190.000. Aber dann hätte ich halt das Maximale, was ginge. Das würde ich dann aber wirklich eher offscreen machen. So. Warning. Drop pod launch commencing. Die ist auch so akkurat, diese komische Kapsel. So, allen Platten auch schon mal herstellen lassen. Auch wenn er das natürlich nicht da rausziehen kann.
brauche ja auf jeden Fall die. Ich will, dass mir der Tyrann keinen Schaden mehr zufügt. Dann kann ich auch dieses radioaktive Gebiet untersuchen. Du gehst schon zu Hause. Okay, was willst du? Leute recht behalten. Alter, hat das viel, viel Leben. So, weg mit dir. Okay. Die Biester hier, die sind unangenehm. Wir haben direkt Eisen gefunden. Och, euch kenne ich hier noch. Ihr seid vom zweiten Planeten. Schön, euch wiederzusehen. Ihr seid immer noch so schnell tot. Das andere war härter abzubauen. Sobald ich dieses Upgrade geholt habe, kann ich mir auch die Pflanze gönnen. Auf jeden Fall sehr viel Eisen. Okay, da ist ein Upgrade, aber ich glaube, ohne dieses Environment Upgrade kann man das nicht holen. Außer ich bin sehr vorsichtig, wenn ich hier drüber laufe. Die Lava ist 100% in One-Hit. Steht natürlich eins von diesen ekelhaften Dingern. Mal musste ich gerade eben schießen. Der ist tot. Das ist auch gut so. Muss hier vorsichtig agieren. Ich hoffe, das Upgrade ist es wert. Ah, das hier ist wie Ebbe und Flut an der Stelle. Okay, die Feuerrate erhöht. Ich will jetzt direkt hier weg, bevor die Lava zurückkommt. Ich versuche einfach mal so viel mitzunehmen, wie geht, weil ich komme jetzt nicht lebend weg. Ich versuche mir so eine kleine Plattform zu halten. Könnte eventuell denselben Weg zurück, den ich gekommen bin. Nee, das kannst du vergessen. Da komme ich nicht hoch. Bin tot. Oder doch nicht? Ich hab's irgendwie geschafft, mich rauszupacken.
Aber interessant, dass dieses Gebiet hier Ebbe und Flutmäßig agiert, obwohl es Lava ist. So, die schnipp ich mal von hier. Oh, da ist noch ein interessanter neuer Gegner. So ein komischer Frosch. Der sieht lustig aus. Könnt ihr durch die Lava rennen? Scheinbar nicht. Okay, die Gun ist so kacke. Okay, hier ist einfach ein Skin direkt. Ja, ich werde direkt abgeschossen. Ja, geh aus der Animation raus, ich werde gerade beschossen. Was darf da los werden? Die Reichweite gereicht. Na gut, ich sollte genügend Eisen jetzt haben. Ein Moment. Du bist meine Fahrkarte hier hoch. Okay, Rifle Update. Ist da unten irgendwas Erwähnenswertes? Nein, da ist nur der Tod. Na, guck mal. Ein Stream und direkt so 3-4 Upgrades geholt. Wieder toll, dass der Insta-Sammler in der Wand ist, wo ich ihn so gut treffe. Zum Glück wurde die Hip-Box von dem Ding überarbeitet. Ja, da unten ist echt nur der Tod. Okay, da hinten sind teilweise Explosionen. Ich denke mal auch, dafür brauche ich dieses Upgrade. Damit mich diese Explosionen nicht hitten. Aber ich hatte ja schon so von ein paar Streams gesagt, dass bestimmt eins der Upgrades, oder besser gesagt das letzte Upgrade, irgendwie so eine Art Schutzanzug ist. Und ich sollte recht behalten. Eigentlich ist geplant, dass man erst jetzt die zweite Pflanze holen kann. Aber ich habe mich halt so gesehen rübergemogelt. Als ich mich damals mit dem Hai rübergeschossen habe und dann ganz schnell erst eingesammelt hatte. Na komm, dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Ich habe mehr als genug Eisen. Ich habe nicht vor, diesen Planeten jetzt großartig zu erkunden.
So, ich wollte nur das mitnehmen. So, du machst auch Eisen. Mittlerweile kann ich, glaube ich, auch alles upgraden. Nee, brauche ich Zinkplatten für. Dann arbeiten die Dinger nämlich effizienter. Könnte ich auch mal so Oscar machen, da ich so ein bisschen Zink sammle, nur um das einmal abzugraden. Und danach brauche ich dann nicht mehr so wirklich. Aber wenigstens einen hatte ich abgegradet. 50.000 Eisplatten, ja sicher. Was willst du sonst noch von mir? Willst du vielleicht meinen Erstgeborenen? Der noch nicht da ist? Der hat seine Ansprüche. Ja, das war ein Damage-Upgrade. Dafür bräuchte ich Silber, ist richtig schnell gesammelt und nochmal ein bisschen Kupfer. 25.000 Platten brauche ich. Habe ich den nicht gefunden? Nee, Silber und Gold brauche ich dafür. Aber komischerweise kann ich es noch nicht identifizieren. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier nicht wirklich irgendwas. Na gut. Ich würde an dieser Stelle dann auch schon wieder für heute Schluss machen. War ein recht kurzer Stream. Ich weiß. Aber muss ja nicht immer so 2-3 Stunden Streams zu irgendeinem Spiel geben, ne? Nächstes Mal erkunden wir dann den Flammenplanet mehr. Ich werde Oscreen das Eisen verarbeiten lassen. Ich werde gucken, dass ich ein bisschen das Zink hole, dass ich die Dinger hier alle mal upgrade, damit die schneller arbeiten. Was bräuchte ich eigentlich bei euch? Aluminiumplatten. Da kann ich herstellen lassen. Dann würde ich die auch einmal upgraden. Ja. Ich verabschiede mich dann auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle von euch allen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend, beziehungsweise eine gute Tageszeit, je nachdem, wann ihr euch das anguckt, morgens, mittags, abends. Und damit verabschiede ich mich dann jetzt an dieser Stelle. Bis dann. Tschüss.